Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Digimon World. Im letzten Part ist unser Wulfer, also Gabumon, zu Tyrannomon geworden. Eigentlich ist der Name jetzt voll irreführend, dass er Wulfer heißt, obwohl er Tyrannosaurus Rex wurde. Wir werden es jetzt folgendes machen. Wir werden den noch zwei, dreimal trainieren. Zwei oder dreimal werden wir den guten trainieren und dann werden wir mit ihm auch langsam wieder Richtung Drachensee gehen. Denn gegen Abend kommt nämlich der Mutter des Sees und erwartet unsere Dienste. Schließlich das so zu machen, wie wir es machen wollen. Da können wir noch viel effizienter trainieren, als wir das jetzt schon können. Phönixmon haben wir mit allen Kraft geschafft, wo wir uns 2 Tage als Dings gehalten haben. Aber die restlichen Digimon, abgesehen von Phönixmon, kommen wirklich erst im Laufe dessen, dass wir das gepimpt haben. Gucken wir mal. Jetzt haben wir voll was Falsches gemacht. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ab jetzt dämmert's nämlich und da wir sowieso gleich wieder eine Stunde um haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, tun wir's. Ganz einfach tun wir's. Die Disziplin des Tyrannomons ist so um die 40%. Würde ich jetzt mal so vermuten. Wir müssen ja noch nicht mal kämpfen, um das zu tun. Aber wenn unser Tyrannomon ein Fressack bleibt, dann ist er auch ein Fressack. Da ändert es nicht, dass es jetzt so riesig ist, aber trotzdem jede Menge Fleisch. Deswegen werden wir uns auch mal... Wo läufst du hin? Und deswegen werden wir jetzt auch mal ein paar Filets verfüttern. Ab jetzt, wo wir nämlich die Spielzeugstadt befreit haben und überall der Hüter des Sees auch im Sprachgebrauch vorkommt, genau ab da. Ihn häufiger zu begegnen. Nein! Steht da irgendwo das Verkämpfen? Okay, er kann die Klippe. Das gerade so.
So, eine Spezialattacke und das war's. Vielleicht müssen wir auch gleich noch wie ein Ich glaube, deswegen ist es immer besser, ein bisschen früher abzuholen. Okay, die Stunde ist rum. Es ist mitten im Sonnenuntergang. Eigentlich perfekte Zeit, die Angel auszuschmeißen und sehen, was anbeißt. Zwar hier. Fleisch. Ich hoffe, du magst Fleisch. So, was haben wir denn hier? Der Hüter des Sees ist in aller Munde. Wenn er jetzt nicht kommt, dann keine Ahnung. Aber er scheint nicht da zu sein. Ich gehe einfach mal so lange draußen rein, bis wir mal seinen Schatten sehen. Ist sicher auch irgendwo Zufall, wie der auftaucht. Nö. Auch nicht. Leider. Ich betone es auf leider. Kann es sein, dass seine, sagen wir mal, zeitliche Zugehörigkeit ziemlich kurz bemessen ist? Das heißt, er könnte schon lange nicht mehr da sein. Den will ich natürlich nicht begegnen, ne? Natürlich unter Tyrannomon muss man aufs Klo. Drachensee. Scheiße!
kleinen Abstecher mit Gecko. So, ich mache einen Abstecher in den Gecko. Am nächsten Abend werden wir es dann wahrscheinlich. So viele Leute, die keine Ahnung haben im Internet. Von wegen der Palversen kann man keinen Citramon haben. Citramon hat überhaupt nichts mit dem Park zu tun. Der übrigens in der deutschen Version von Digimon World da ist. Das hat wirklich nur mit Pokémon zu tun. Beziehungsweise gibt es noch einen Etemon-Park. Der ist aber nicht ganz so schlimm. Der behandelt einfach nur die Problematik, dass Etemon aus der Stadt geschmissen wurde und dann nicht mehr. So ist es. Und deswegen dass man Citramon auch in der PAL-Version haben kann. So, jetzt muss ich aber gleich mal ein bisschen was trinken. Dankeschön fürs Warten. Verzeihung. So, wo gehen wir denn hin? Zahnstimme X hin. Dinoland, Frostland, Schleier. Am besten du gehst allein. Ja. Zahnradsteppe. Zahnradsteppe kann man hier nicht anwählen. Wir gehen einfach mal zum Bohrtunnel. Genau. Mal gucken, ob der Bohrtunnel inzwischen schon weiter ist als vorhin. Weil die haben mir gesagt, reißt doch ein bisschen ab. Scheinbar meint es damit, wenn man so mehr Digimon in die Stadt holen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. So könnten wir uns nämlich auch zwei Digimon mit einmal schaffen. Wenn man schon das Amy nicht kriegt, dann kriegt man zumindest das andere. Aber in der Zeit, wie wir hier rumlaufen, können wir natürlich auch trainieren. Können wir machen, aber nicht. Und falls ihr euch fragt, warum ich denn nicht nach oben hingehe. Nun, der Eingang zum Bohrtunnel hat für mich noch mehr zu bieten als das andere Zeug. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Oh, kannst du mal aufhören, Hunger zu haben? Das ist ja schlimm mit dir. Zumindest haben wir einen Autopilot mit, das ist das Positive daran. Denn so können wir nämlich mal schnell wieder nach Haus. Wie, da ist nichts mehr. Von wegen, da ist nichts mehr. Du mit deinem, da ist nichts mehr. Da ist doch noch was drin. Da müssen wir hin. Deswegen sage ich auch, nö. Ich gehe da jetzt lieber nicht komplett durch. Auch wenn es mich zu Zahnradsteppen geholt hätte, beziehungsweise zum Fuß des Panoramabergs, aber nee. Nee, das machen wir nicht. Wir haben nämlich noch Sachen zu tun. So viel Spaß. Es
Das wird ziemlich lange dauern, reicht doch ein bisschen rum. Na gut, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht ist es ja doch besser durchzugehen. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir gehen dann raus und dann wieder rein. Einfach mal so Spaß. Nicht hier zwei Wege zum Panoramaberg. So, da sind wir nun. Wir haben jetzt so einen halb Moment. Beides kann verschwenderisch sein. Und auch das sind wir schon. Der Berg der Unendlichkeit ist auch ein toller Ort, finde ich. Ich habe nämlich das Gefühl, eins haben wir noch nicht. Unser Psyche. Ich muss nochmal zu Shukun Gekko, Mann. Vielleicht hat er noch einige ratsame Worte für mich. Dass dann erst sozusagen richtig freigegeben wird. Weil man muss ja zumindest mit ein paar Dieben schon gesprochen haben. Damit man auch wirklich. Damit man auch wirklich Tramon. Jetzt habe ich den Namen verraten. Rausfischen kann. Da wird es nicht zur Stadt kommen. Aber das Gute ist, wir kommen dann wirklich nicht. Ach, jetzt kommt die Gegner. Die Stadt dann hier so im königlichen Gefolge. Für ihren großen König, welcher hier auch herumgeistert. Phase oder sowas. Ja, scheiße, wenn es so wäre. Naja. Tyrannomon will jetzt auch schlafen. Wir gehen nun schnell zur Riesenvilla.